Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in der voraussichtlich letzten Folge Minecraft Captive Staffel 1 mit mir, dem Watercave-Crafter. Jawohl, und zwar habe ich hier ein bisschen was vorbereitet, wie man sieht. Ja, der Acker ist immer noch da, den wollten wir schon längst abreißen. Aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und da auch nochmal 1, 2, 3, 4. Das heißt, das ist der Umriss. Ja, das Wetter ist auch wieder geil. Der Umriss von dem, was wir jetzt machen wollen, nämlich um dieses Leuchtdingsbums da zu erstellen. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nur 19 Eisenblöcke. Das muss alles ausgefüllt hier werden, Leute. Ja, also wir machen jetzt mal hier Anfang. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier so viele Erze herkriegen soll. Das ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel. Wir können das mal eben mal so aus Gag mal machen. Ich bezweifle, dass das funktioniert in der größten Form. Also bei dir haben ja gesagt, das ist ja dann vier Etagen, also vierstöckig, die Pyramide. Und ich glaube nicht, dass das geht. Eins, zwei, drei. Guck mal, wir haben jetzt, das ist fast gar nicht möglich. Ja, wo soll ich so viel Material hernehmen? Das geht da gar nicht. Es sei denn, hier Lapis hätte ich noch. Würde Lapis auch gehen? Kann man so ein Ding aus Lapis bauen? Wir können das probieren, Leute. So, dann mache ich hier zum Beispiel jetzt einfach ein Eisen noch mit rein. So, und jetzt die ganze Fläche hier müsste jetzt auch theoretisch... Ja, guck mal, wir können jetzt hier noch einsetzen. Da noch einsetzen. So. Hier, das muss alles komplett voll sein. Ja, hier, das auch. Komplett. So, das geht dann weg. Ist klar. Weil, nee, hier, Moment. Das bleibt... Hier, so, ne? Ja, genau. So, und hier hört das auf. Also diese Ecke nimmt man auch noch mit. Warum das jetzt gerade ein bisschen merkwürdig hier? Moment. Bin ich gerade wieder verwirrt. Ah, nee, Quatsch, das muss weg. Das muss weg. So, hier, ja. Gut, ja, ich meine, wir können das probieren. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich hoffe, dass ich mich nicht irre, weil Gold reicht auch nicht. Also ich bezweifle selbst, dass das hier mit dem Lapis reichen wird. Und Redstone, ja... Weil wo soll es bitteschön so viele Erze sein? Also meines Erachtens haben wir hier alles geplündert. Ich habe den ganzen Chunk auseinandergenommen. Also ist das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist das hier mit Lapis hinzubekommen. Wobei ich, wie gesagt, wohl warum? Könnte funktionieren. Ja, ich weiß es nicht. So. Was haben wir da jetzt? 14. So, das sind 5. Hier nochmal 64. Wieso sind da nur 14? 30, 21, 22, 5. Dann machen wir erstmal, komm. So, da haben wir 21. Die packen wir da auch nochmal eben rein. So, das sind 11. Teilen wir die nochmal schnell. 9, die teilen wir noch. Das können wir auch teilen. Das können wir teilen. So, so. So, so, 3. Haben wir noch welche? Nee, und das war es auch gewesen. Ja. Also, 35. das wird auch nicht reichen, aber wir können es gerne probieren, Leute. Also, ich bin da für jeden Spaß zu haben. Aber ich bezweifle, dass das, wie gesagt, funktioniert mit Lapis. Aber gut, wir probieren das. Sieht geil aus, oder? Wie so ein Schwimmbad jetzt hier. So ein Schwimmbadboden. Leute, das klappt niemals. Wie soll das gehen? Das ist ja noch nicht mal die erste Etage. Ich sag, das haut nicht hin. Da ist schon wieder alle, siehst du? Das hat noch nicht mal gereicht für die unterste Etage hier. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verdattert. Was ist denn das da oben? Wieso steht denn da auf einmal eine Kiste? Hä? Was ist da? Wann war? Wieso steht denn hier ein Baum? Hallo? Ist da was drin? Komme ich da ran, ja. Was? Erfahrungsfläschchen. Ach, jetzt kriege ich Erfahrung. Na, okay. Und was ist das? Erschaffe ein Pferd. Okay. Wofür brauche ich denn jetzt schon wieder Erfahrungsfläschchen hier? Naja, so. Dann erschaffe ich jetzt mal ein Pferd. Dann rennt hier ein Pferd rum. Ein und Sattel. Hallo, Pferdchen. Na? Schön. Wir haben einen Zoo hier.
Ja, Leute, Redstone, soll Redstone nehmen, geht das, oder wie? Zählt Redstone auch noch als Material? Dann nehmen wir Redstone noch dazu. Aber ich kann es euch nicht sagen, ob das wirklich so sein soll. Also ich bin da, wie gesagt, absolut überfragt. Ich kenne mich damit null aus. So, weil das habe ich auch noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Zu meiner Verteidigung. So, also Lapis können wir vergessen. Ist alle. Ich hoffe, wir brauchen das jetzt nicht mehr für was anderes, weil ansonsten sieht es mau aus. Können wir von vorne anfangen. So, ich packe das hier mal alles rein. Das ganze Kladderadatsch hier. So, machen wir gleich mal ein bisschen mehr von. Na gut, Redstone ist ein bisschen mehr hier. Vielleicht ist das gedacht, dass das so viel ist. Das ist vielleicht eine logische Erklärung. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Und wir müssen das Ding auch noch bauen übrigens. Okay. So, 32, 16. Und die können wir von mir aus dann auch noch mitnehmen. Mal 7 übrig. So. Ja, 49. Glaube auch nicht, dass das reicht, aber okay. Jetzt machen wir erstmal hier fertig. Sieht sehr bunt aus. Ne? So. Ja, also erste Etage sollte man hinkriegen. Ja, und jetzt würde hier die zweite kommen. Im Endeffekt. Einmal jetzt hier rum. So. So würde das, glaube ich, funktionieren. Ja, 13 haben wir noch. Huch. So. Ja, auch, hier sind noch 49, okay. Habe ich gerade nicht gesehen, Leute. Wird ja rot werden, das Ding. Wenn das funktioniert, dann... Ja, das ist echt Hammer. Wie viel Etage ist das jetzt? 1, 2, 3. Okay. So, so. So, so. Zack, zack, zack. Okay, 12 haben wir noch. Ist jetzt die letzte. Also das wäre ja der absolute Burner. Also das würde jetzt funktionieren. Also wenn das jetzt so gedacht ist. Gut, Kinders. Ist das wirklich so? Warte mal, ich packe das da jetzt mal rein hier. Wir brauchen Glas. Ich packe mal den ganzen Krempel hier mal eben raus. Ein paar Sachen brauchen wir noch. So, das packen wir mal raus. Ich glaube, Obsidian brauchen wir auch noch, oder? Glas brauchen wir. Glas hatte ich da gehabt. Also das wäre ja echt ein Witz. Also ich glaube, das ist die größte. 1, 2, 3, 4. Doch, das ist das größte. Jetzt bin ich aber wirklich richtig gespannt hier. So, und da brauche ich natürlich noch mehr. Ist klar. Nicht nur den Obsidian. Dieses Ding hier brauche ich noch. So. Gehen wir mal kurz da rein. Es müsste ja jetzt theoretisch so sein. So. Einmal das, einmal das. So, da haben wir es. So, jetzt gehen wir mal da hoch. What the fuck? Das geht nicht, ja? Ist da was im Weg, ne? Oder? Ich sehe das nicht, ob da was im Weg ist. Aber das funktioniert nicht, oder? Leute, was ist das hier? Was, Eisen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir mal Eisen? Eisen, 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 ja, haben wir. So. Ich würde den gerne mal anschmeißen. Eine,
das geht nicht. Nee, Leute, das funktioniert nicht. Habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Diesen Erfolg können wir nicht machen, weil es gibt nicht, das geht nur aus Eisen, ich wette das. Also ich habe noch nicht nachgeguckt in der Minecraft-Wiki, aber das funktioniert nicht. Also ich kann das Wiki, was ist denn das hier? Ist da noch irgendwas? Das ist das Pferd. Ich habe doch alle Kisten, ich habe doch alles hier abgecheckt. Da ist nichts mehr. Ja, Leute, tut mir leid. Also wir könnten das Ganze jetzt im Creative natürlich versuchen. Oder so. Das müsste klappen. Aber ich denke, wir können uns vorstellen, wie das dann aussieht. Dann leuchtet es hier halt und ja. Ne? Dann würde ich sagen, war es das gewesen, Leute. Wir haben Captive durchgespielt. Komplett. Haben jetzt einige Zeit dafür noch verbraten, hier mit dem Ding zu aktivieren. Aber irgendwie war mir von vornherein klar, dass das mit gemischten Blöcken nicht so richtig funktionieren kann. Ich meine, klar, Redstone ist ja auch in gewisser Weise ein Erz, aber naja. So, wir schauen uns das natürlich nochmal an, ganz zum Schluss. Hier sind nochmal die ganzen Erfolge. Wir haben alle geschafft, bis auf den letzten halt. Erstelle ein, ja, wie gesagt, das können wir nicht machen, aber alles andere haben wir. Und ja, müsste man sich mal angucken, wie andere Leute das gemacht haben. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht bei Captive 1 wieder. Guck mal, jetzt kommen wir hier fast nach oben. Hier ist unser Turm, der sieht cool aus. Ja, vielleicht machen wir Captive 2. Müssen wir mal schauen, ob ich das zusammen mache mit einem Drachen oder so. Müssen wir mal ein bisschen bequatschen. Ja, und Fazit ist, macht Spaß. Kann ich absolut empfehlen. Captive ist eine lustige Sache. Ein bisschen schwierig für Leute, die normalerweise nur so Let's Play ganz gemütlich spielen. Dadurch, dass die Monster-Spawn-Rate schon ziemlich hoch ist, finde ich. Gerade so da oben und ganz unten, das fand ich schon ein bisschen extrem für jemand, der ungeübt ist. Und so eine Reaktionsschlaftablette ist, wie ich. Da ist das klar. Aber das wundert mich ehrlich gesagt, warum ich das jetzt hier nicht aktivieren konnte. Mit so einem kleineren Ding würde das bestimmt funktionieren. Ja, schade. Hätte ich gerne noch gesehen, wie das aussieht. Aber egal. Geht halt nicht halt. Ne? Mit französischer Fahne übrigens. Okay, Leute. Dann sage ich wie immer ciao und schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und bis zum nächsten Projekt. Tschüss.